Zeit wieder aufzuholen. 2 Minuten. Kommen wir zu G-Data. Bei mir vorne auf der Bühne ist Torsten Nowanski von der G-Data. Er wird uns ein Stück weit erzählen, wie mittelständische Unternehmen vor allen Dingen, also der Fokus auf die KMUs, eben Fadenkreuz der Angreifer und der Hacker stehen. Richtig? Ganz richtig. Also mein Thema wird sein, erstmal schönen guten Tag, mein Thema wird natürlich sein, das mittelständische Unternehmen, unserer Einschätzung nach, das belegen aber auch Analysen von Ermittlungsbehörden, immer stärker in den Fokus geraten von Online-Kriminellen, aber auch von ausländischen Diensten, das muss man ganz klar sagen. Häufig auch das, was die Medienberichte wiedergeben, sehen wir große Datenskandale, es werden von Providern personenbezogene Daten gestohlen etc., aber das ist wie gesagt ein Teil. Das heißt, Angriffe auf Großunternehmen sind an der Tagesordnung. Aber was oft vergessen wird, ist der deutsche Mittelstand. Wenn man ganz klar sagen muss, jedes 5. relevante Patent in Europa wird durch KMUs angemeldet. Und dementsprechend ist nicht die Größe der Organisation entscheidend, sondern vielmehr die Innovationskraft und natürlich auch, wie das Unternehmen in der Lage ist, diese zu bewahren, das Kernbereiche. Da möchte ich Sie mitnehmen, möchte ich Ihnen einmal sagen, welche Herausforderungen unserer Einschätzung nach auf Sie in der nächsten Zeit zukommen, aber auch das, was Sie zu bewerkstelligen haben. Aber erstmal meine Frage, also ich frage Sie selbst, wie häufig haben Sie in Ihrem eigenen Unternehmen Angriffe wahrgenommen? Wie viele dieser Angriffe haben zu Schäden geführt? Wie viele dieser Angriffe haben Produktionsprozesse, denn wir haben heute auch sehr viel über Industrie 4.0 gehört, Produktionsprozesse eingeschränkt? Ich nehme es mal vorweg, wir haben uns in über 2 Jahren eine Studie bemüht rauszubekommen, wie viele Angriffe haben wir wirklich, was sind die Bereiche, das heißt, wie werden KMUs angegriffen, wie hoch ist der Prozentsatz. Was dieses zeigt, das heißt, es war 2013, 2014 eine Studie, sind wir gerne gefragt, welche Angriffe sind überhaupt registriert worden. Und da sehen wir, über 36% aller KMUs in Deutschland wurden bereits erfolgreich angegriffen mit Computerschäden, mit Attackers from inside etc. Das heißt, wo, und das ist das Interessante, denke ich mir, wenn wir jetzt hier drauf schauen, Betriebsstörungen, wo Daten von Kunden weggekommen sind, wo wir Bereiche haben, wie zum Beispiel Kosten für Rechtsstreitigkeiten, Unternehmenskunden, Mitarbeiterdaten, wo sie auch gleichzeitig, das ist auch entscheidend, auf C-Level-Ebene natürlich dort auch eine rechtliche Situation haben, Meldepflichten. Das heißt, das ist unserer Einschätzung nach sicherlich nur die Spitze des Eisbergs. Deswegen habe ich Sie auch gefragt, wie viele dieser Angriffe haben Sie wahrgenommen? Das sind die, die die Unternehmen selber nachweisen konnten und wo Schädigungen stattgefunden haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer greift sie eigentlich an, wo kommen ihre Daten hin, wo kommen Konstruktionsdaten, wo werden diese gehandelt, wer ist ihr Gegenspieler? Ich habe Ihnen einmal ein paar Screenshots von entsprechenden Foren, Underground Markets, wo persönliche Daten wie Kreditkarteninformationen ganz weit oben in diesem Level sind natürlich Company-Karten, weil sie natürlich eine andere Deckungssumme haben. Dort werden Auftragsarbeiten vergeben. Dort können Sie im Prinzip alles an E-Crime, Dienstleistungen und Waren erwerben. Wir analysieren in den Security Labs in Bochum täglich mehr als 500.000 verdächtige Dateien. Aktuell haben wir zum Beispiel nur für den PC-Bereich haben wir im ersten Halbjahr 2015 3 Millionen neue Computerschädlinge registriert. Das ist ein Teil der Medaille, wenn wir uns das anschauen. Wo kommt die Zahl her? Es sind keine Programmierer, es sind häufig Malware-Baukästen. Das ist so ähnlich, wie Sie es kennen im Baumarkt. Sie gehen rein, kaufen sich ihr Toolkit und sind dann in der Lage, ihre Programmierkenntnisse, entsprechende Trojaner etc. herzustellen. Angriffe erfolgen sehr häufig dabei über Exploits, nicht gepatchte Systeme, da will ich nachher drauf kommen. Denn 90% der erfolgreichen Angriffe nach unseren Analysen erfolgen, wie gesagt, durch nicht geschlossene Sicherheitslücken, wo zum Zeitpunkt des Angriffs jeweils vom Hersteller ein Patch zur Verfügung gestellt wurde. Aber schauen wir uns den eigenen Kernpunkt an. Das heißt, wir haben den PC-Bereich, aber schauen wir uns die Infrastruktur an, mit der wir im Unternehmen im KMU-Feld haben. Das heißt, wir haben heterogene Strukturen. Das heißt, wir haben nicht nur den klassischen Desktop, wie Notebook, Serverstrukturen, die ganzheitlich abzusichern sind, sondern wir haben ein großes Maß an Mobilität. Daten sind mobil geworden. Geschäftsprozesse haben sich in den letzten 5 Jahren deutlich verändert hin zu mobilen Devices. Da sage ich Ihnen sicherlich nichts Neues. Diese Zahl, 86% der befragten Unternehmen, die Zahl ist sicherlich aktuell noch etwas höher. Es variiert natürlich auch. Es gibt
Firmen-Smartphones. Da hat natürlich auch mit der Problematik Bring Your Own Device zu tun, das in den Griff zu bekommen. Aber schauen wir uns einmal an, was welche Auswirkungen hat das weltweit? Wenn wir bedenken, dass 2,5 Milliarden Smartphones aktuell eingesetzt werden, davon 64% in Europa mit dem Betriebssystem Android. Und entsprechend die Entwicklungen, die wir über Jahre gesehen haben, wir verfolgen im PC-Bereich, haben wir das auch logischerweise im Bereich Mobile Malware. Da sprechen wir aktuell von Zahlen, wo wir schon eine ähnliche Entwicklung ganz klar sehen, eine Tendenz. Das heißt, wir haben im ersten Halbjahr über 1 Million neue schädliche Apps analysiert, registriert. Das heißt, wenn Sie die Entwicklung der letzten Jahre ansehen, mit dem Einsatz im Privat-, aber auch im Unternehmensumfeld, stellt sich da natürlich die Frage, das ist eine Herausforderung. Wie kann ich diese lösen? Beziehungsweise welche kommen noch neben Malware-Apps dazu? Das ist der nächste Faktor dabei. Das heißt, wie kann ich meine Infrastruktur entsprechend absichern? Da haben wir von vielen Beiträgen bereits Mobile Device Management gehört, Mobile Security Solutions. Und da hat auch so jetzt, wie viele Ihrer Geräte haben Sie in Ihrem Unternehmensumfeld eine entsprechende IT-Policy eingebunden? Wie gehen Sie mit privat eingesetzten Geräten um? Wie gehen Sie mit der Mobilität von Daten, auch mit der Verschlüsselung von Daten? Wie gehen Sie damit um? Da wird Ihnen einfach nur ein Denkansatz geben. Es ist ja einfach da, wie viele Geräte befinden sich zum Beispiel allein ein Virenschutz? Ich glaube, die Dunkelziffer ist immens, wenn man das betrachtet. Aber dann, ich habe Ihnen etwas mitgebracht, das ist jetzt kein Werbefoto, das ist ein Foto aus unseren Security Labs. Und da haben wir eine andere Qualität. Wenn Sie dann berücksichtigen, wir haben 1 Million Schad-Apps für Android in diesem ersten Halbjahr, so haben wir Malware am Werk. Eine Tendenz, die wir seit letztem Jahr beobachten. Das heißt, also als Teil der Firmen, der Gerätesoftware, haben wir seit April letzten Jahres registrieren können, dass immer mehr Geräte, da sprechen wir Geräte, ich nenne die Zahl, also erstmal nicht 4, 26 Geräte, 22 unterschiedliche Versionsnummern dabei. Das sind alles Geräte, wo Rückläufer kamen. Das heißt, wirklich eine Virenschutzung, in dem Fall die Data Internet Security für Android, wo dort diese Schäden gedeckt wurden. Was ist die Problematik? Haben Sie Firmware-Rechte, sind Sie Recht auf Firmware-Ebene, haben Sie natürlich auch jegliche Möglichkeit, Mikrofone anzuschalten, jegliche App nachzulasen. Kostenpflichtige SMS, das mag im betrieblichen Umfeld ein Schaden sein, aber natürlich der Verlust von Daten ist viel höher, das heißt von Tablets, von Smartphones. Und da sehen wir seit letztem Jahr eine deutliche gestiegene Tendenz. Was Sie hier sehen, ist von unserer Software detektiert Facebook-Anwendung. Diese Geräte sind dann, das funktioniert ganz normal, Facebook, Skype. Das heißt, genauso was ich Ihnen sagte, im Underground-Markt, was wir dort sehen mit Baukastensystem, das gleiche haben Sie auch im APK-Bereich. Das heißt, Sie haben dort die Situation, dass Sie einfach eine legitime App nehmen und die durch entsprechende zusätzliche Funktionen, die nicht gewünscht sind, also in dem Fall Schadsoftware, dort erweitern. Das nächste Problem ist natürlich auch, da brauche ich Ihnen Technikbereich jetzt sagen, natürlich entsteht man einen Kostendruck. Das heißt, Geräte werden kostengünstig erworben. Dieses Gerät, das war Star N9500, betroffen sind aber auch A-Brands mittlerweile, muss man auch sagen. Das heißt, wo auf dem Weg von China bis nach Deutschland entsprechende Firmware-Manipulation stattfand. Dieses Gerät wurde mehr als 1 Million Mal verkauft. Das gab es in Deutschland, in Europa. Hört sich nicht viel an, das war nur die Nummer Star in 9500, aber dieses Gerät gab es in zig unterschiedlichen Versionen. Es wurde angeboten in allen großen Online-Shops, es gab es im stationären Handel und wir beobachten hier eine deutlich gestiegene Tendenz in diesem Bereich. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie, wenn ich diese Herausforderung gewachsen sein will, was muss ich tun? Nehmen Sie es als eine Art, nenne es mal so, für die nächsten 5 Tage mal einen Katalog, was Sie in Ihrer Firma machen sollten und können. Was gehen Sie hin? Definitionen erstmal schützenswerter Bereiche. Was ist überhaupt ein Kernbereich, den ich entsprechend absichern muss? Das andere ist, nehmen Sie die Mitarbeiter mit. Das heißt, viele Angriffe wären ins Leere gelaufen, wenn Ihre Mitarbeiter entsprechend geschult gewesen wären. Dann Sicherheitskonzepte, Erfassung von Vorfällen durch Reportings. Aber auch, muss man ganz klar sagen, Technologie, und da sagen wir als Hersteller, als deutscher Hersteller, der 30 Jahren sich dem Bereich IT-Sicherheit verschrieben hat und forscht und entwickelt, ganz klar Vorzüge ganzheitlicher Lösungen, wo sie Virenschutz, Device-Management, Device-Control, Mobile-Device-Management und entsprechend auch Absicherung auch gegen Schadcode
auf dem Gerät natürlich auch vornehmen können. Denn dann haben Sie einen Schutzwall, der entsprechend ganzheitlich unter einem Dashboard. Ich denke, für Administratoren ist es manchmal eine Herausforderung, aber wenn Sie sich anschauen, wie viele unterschiedliche Tools und Dashboards Sie einsetzen, ist es deutlich komfortabler, unter einer Applikationsoberfläche zu arbeiten und alle relevanten Informationen und Möglichkeiten von Einstellungen vornehmen zu können. Und genau das bieten wir. Das heißt, wir bieten eine umfassende Lücke, teils auch als Managed Services. Das heißt, wenn Mittelständler oder kleine Unternehmen nicht in der Lage sind, sondern über ein Systemhaus, nicht über das entsprechende Know-how verfügen, dort also dieses entsprechend anzubinden. Der Vorzug, was unsere Kunden natürlich jedes Mal begeistert, ist, wir an wenigen Hersteller sind, die zum einen ihnen eine No-Vector-Garantie geben, das heißt, dass jegliche Produkte beim deutschen Datenschutzgesetz unterliegen, zum anderen aber auch, dass wir den kompletten Service in-house mit eigenen Mitarbeitern schulen. Und das ist genau das, was wichtig ist für Unternehmen, aber auch für unsere Partner in diesem Sinne. Und wenn Sie jetzt noch vertiefend wissen wollen, wie das, was Sie auf dieser Folie hier alles sehen, wie das wirklich funktioniert, bitte ich Sie einfach, kommen Sie zu uns auf unserem Messestand, ist nicht weit in dieser Halle, wo Sie entsprechend dann die Technologien live sehen und die Vorzüge haben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Urbanski, für Ihren interessanten Vortrag. Kurze Frage in die Runde. Ist denn der Herr Arad, Mr. Arad, in the room? No. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich könnte Ihnen jetzt noch ein paar Fragen stellen. Sie könnten jetzt noch eine Viertelstunde länger präsentieren, wenn Sie wollen. Ich habe vorher gewusst. Und Sie hatten schon Angst, es wird zu kurz. Okay. Vielleicht nochmal so zusammenfassend. Wo sehen Sie denn tatsächlich für den Mittelstand die größten Sicherheitsrisiken? Liegen die eher auf technologischer Ebene oder eher auf organisatorischer Ebene? Sie haben natürlich Technologie, versetzt Sie in der Lage, den Anforderungen gerecht zu werden. Das ist natürlich wichtig. Aber wenn man IT-Sicherheit als Konzept versteht, das auch, jetzt kommen wir mit dem Wort Prozesse, ich meine, kommen Sie jetzt nicht mit Prozesstapeten, das ist nicht erforderlich in dem Zusammenhang, aber Sie müssen es als Prozess verstehen. Das heißt, als ständigen Qualitätsprozess, den Sie auf technologischer Ebene haben, zum anderen aber auch, wie Sie Ihre Mitarbeiter sensibilisieren für das Thema. Das heißt, oftmals wird IT-Secure schon gesagt, sondern als Bremse betrachtet, was aber nicht der Fall ist. Es schützt Bereiche und jetzt haben wir noch eine schöne Sache. Gartner hatte das, genau, die Zahl, ich mache sie mal jetzt in die Runde, wenn wir schon ein bisschen zu plaudern Zeit haben. Welchen Stellenwert hat auf C-Level der Geschäftsführung IT-Sicherheit bei CTOs? Ich befrage, ist hier ein CTO unter uns? Genau, machen wir dann mal die Frage in die Runde. Okay, dann ist super, machen wir es unter uns. Wo fangen wir denn an? Bei also 25%? 1 bis 10. 1 bis 10, genau. Wer ist denn für Low ist wahrscheinlich die 1, ne? Ein 1 ist schon top, ist wie in der Schule so ein gewähltes System. Ach so, Entschuldigung, also 1 wäre ganz gut, 10 wäre ganz schlecht. Wir sagten aus der Runde, also IT-Security im C-Level so zwischen 10 und 8. Okay, das sind die ehrlichen. Zwischen 7 und 5. Ja, das sind die auch noch ehrlich, aber das sind die, die schon gut vorangekommen sind. Ja, ja. Und der Rest sagt, C-Level sagt, IT-Security ist must-have und wir brauchen es alle, oder? Nicht so. Okay, aber ich kann es jetzt aus dem Sack lassen. Also es war eine Blitzumfrage beim großen Gartner-Event. Und da war ich auch schon etwas schockiert, Platz 8, zwar bei CTOs. Jetzt stelle ich mal die Frage, wer ist Platz Nummer 1 gewesen? Hand aufs Herz, da kommt, ich erzähle es jetzt auch. Das waren BI-Solutions. Danach kamen CRM-Systeme und dann ging es immer weiter runter. Alles, was mit Zahlen, Kundendaten, Logistik etc. zu tun hat. Auf Platz 8 kam dann IT-Security. Da war ich auch sehr verblüfft, denn ich habe auch dieses Jahr die erste Begegnung gehabt, jemanden kennenzulernen von Apollo 13 von der Mission, der Jim Lovell, und der hat gesagt, a failure is not an option beim Vortrag zum Thema IT-Sicherheit. Und ich glaube, das muss man da auch einfach berücksichtigen, dass man das wirklich trägt als gesamtes Unternehmen. Also ich habe auch oftmals die Erfahrung gemacht, dass auch eben Stellenwert IT-Security und vor allem IT-Security bei KMUs relativ gering ist. Also die kommen auch oftmals dann aus der IT, sind in der IT angehängt, werden sie als IT-Anhängsel gesehen. Ist das auch das, was Sie mitbekommen bei den KMUs? Also ich muss sagen, dass die Entwicklung bei KMUs sich aus unserer Sicht sehr positiv gesehen. Das ist natürlich die Medienberichterstattung, ganz klar. Das heißt, sie haben
eine Awareness, die deutlich gestiegen ist. Aber leider ist es immer noch so, dass natürlich reagiert wird, wenn ein Schadensfall eingetreten ist. Wir hatten zum Beispiel bei uns in der Region, wir sitzen ja in Nordrhein-Westfalen, bei einem Unternehmen, das ist durch eine Online-Attacke pleite gegangen. Die hat 52 Mitarbeiter und der gesamte Zahlungsprozess, das heißt, was das Banking angeht, wurde manipuliert. Wir haben nur 6 Monate die Rechnung nicht zu ihrem Lieferanten nach China geschickt, den sie schon 10 Jahre kannten. Ja, 6 Monate kann man, ich würde doch ganz gerne mal das Geld haben. Und dann war aber ein Problem. Das war ein Hersteller von Brause, Duschköpfen, den Namen brauche ich jetzt nicht nennen. Das ist aber keiner dieser großen, auch mit einem G-Anfang. Und das zeigt schon die Problematik. Das heißt, wenn Sie das nicht wirklich angehen, ist es existenzgefährdend, ganz klar. Wenn wir so in die strategische Ebene reinschauen in Unternehmen, welche Schnittstellen hat denn aus Ihrer Sicht IT-Security in andere Bereiche im Unternehmen? Nur mal so als Beispiel. Ich habe vor 2 Wochen einen recht interessanten Bericht gelesen im Spiegel Online. Da ging es um den Hack einer Keksfabrik. Haben Sie das gelesen? Das war total spannend. Da wurde eine große Marke, die Keksfabrik, gehackt. Und man hat im Vorfeld aber Ingenieure gefragt, was ist denn das größte Risiko, wenn man diese Keksfabrik hackt? Und die Antwort war dann, ja, dann versalzen die uns halt die Produktion. Wir haben aber ein Qualitätsmanagement, jede Stunde wird mal gekostet und wird geguckt, ob es stimmt. Und dann wurden die tatsächlich angegriffen mit einer DDoS-Attacke, die ganze Anlage stand still. Und das Problem war nicht der Hack und irgendwelche Daten oder Manipulationen, sondern das Problem war, in diesen großen Zuleitungsrohren ist die Keksmasse eingetrocknet. Und die mussten wirklich strengerweise Blechrohre rausflexen, neue einsetzen, und bevor das dann wieder freigegeben wird, auch vom Gesundheitsamt, dauert halt so seine Zeit. Schnittstellen im Unternehmen, wo sehen Sie die wichtigsten Schnittstellen, auch gerade für die IT-Security-Kollegen hier, mit wem muss man sich im Unternehmen gut stellen? Also ich würde mal sagen, das kann man pauschal nicht sagen, denn eigentlich haben Sie alle Mitarbeiter des Unternehmens. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie unsere Lösung haben, haben Sie das nicht gekriegt, aber wenn Sie diesen Spam sehen mit dem PDF, ich bewerbe mich, weiß ich, ob einer von Ihnen Unternehmen die schon mal bekommen hat, vollkommen logisch, manipuliertes PDF-Dokument, Rechnung oder per Bewerbungsunterlagen und damit der Bittung weiterleitet über die Personalabteilung, vollkommen schlüssig. Das zeigt, Sie haben in allen Bereichen eine Schnittstelle. Das Gleiche, wie zum Beispiel im Innenministerium warnt, wenn es um gezielte Attacken geht per USB-Sticks. Das, was ja häufig als Anekdote gehandelt wird, USB-Sticks, die im Fahrstuhl auf dem Parkplatz sich befinden, das wird gemacht. Das ist Fakt. Und wenn Sie natürlich da hingehen, die Mitarbeiter sensibilisiert haben, nicht aus Neugier unbedingt diesen Stick jetzt in den Firmenrechner zu schieben, es ist egal, ob Sie den Empfangsbereich haben, weil er ist Teil der IT-Infrastruktur. Aber wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich löse das Problem dahingehend, dass zum Beispiel USB-Sticks bei mir entsprechend nicht möglich sind einzusetzen, da brauchen Sie nicht unbedingt, hier für das Foto mit dem härtesten Sys-Arm in der Welt, mit dem Klebestift, nicht erforderlich, dann können Sie das auch reglementieren, dass Sie sagen, ich darf nicht an jedem Rechner solche USB-Sticks nutzen, wenn es nicht erforderlich ist. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht in der Umsetzung von Policies bei KMUs? Auch da erlebe ich immer ganz cooles Zeug. Also manche haben so ein bedingt, manche sagen, wir orientieren uns an der BSI 100-1 und da ist es ja vorgeschrieben. Also gibt es Policies tatsächlich flächendeckend bei KMUs? Das letzte Jahr akustisch jetzt nicht so verstanden. Also Policies für KMUs. Also man muss auch sagen, natürlich eine Policy sagen wir immer, wenn du nicht in der Lage bist, das sauber und von allen tragfähig zu formulieren, dann wurde einfach Hilfe ins Haus. Das heißt also Systemhäuser, die sich auch spezialisiert haben. Es gibt auch Beratungsunternehmen im Bereich. Wir selber geben auch Hilfestellung dabei als Hersteller. Es ist natürlich auch immer nicht einfach, aber Sie sind eigentlich verpflichtet, wenn Sie sich das Datenschutzgesetz mal anschauen, wenn Sie mit personenbezogenen Daten arbeiten, entsprechende Richtlinien steht im Gesetz nicht drin, zu erarbeiten, aber Sie müssen ja melden, wenn was passiert. Und das wird teuer. Und gerade wenn es zum Beispiel im Bereich des neuen IT-Sicherheitsgesetzes geht. Die Frage, wer von Ihnen kommt aus dem kritischen Infrastrukturumfeld? Also man weiß ja noch nicht so richtig, was da alles reingehört. Genau, ne? Das ist der Aspekt dabei. Das heißt, wenn eine Menge auf uns zukommt, gut, dass es ein derartiges Gesetz gibt, aber ich sage jetzt mal, Sie kommen jetzt vom Wasserwerk. Sagen, da dran, okay.
Und dann haben wir jetzt einen Aspekt, Sie sind jetzt der Hersteller der Filtersysteme dieses Wasserwerkes. Gehören Sie zu Teil der kritischen Infrastruktur? Ja oder nein? Eigentlich ja, weil sonst das Wasserwerk ausfällt. Und dann sind wir wieder im Punkt, welche ISO-Zertifizierungen werden gerne genommen. Das heißt, welche Bereiche habe ich überhaupt zu decken und wäre es nicht schlau, das in Form einer Policy mal zu fixieren? Also ich glaube, das IT-Sicherheitsgesetz wird nach dem einen oder anderen Unternehmen extremste Kopfschmerzen bereiten. Ich hoffe, Sie sind alle gut darauf vorbereitet. Herr Urbanski, nochmal vielen Dank auch nochmal für die Antworten und für die Fragen und die Überbrückung der Zeit. Ich glaube, es ist gut. Wir machen so 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten Pause und dann machen wir Punkt 14.30 Uhr weiter mit dem nächsten Vortrag, nämlich von Armin Simon von der Gemalto zum Thema...